Natürlich. Sturm, so, Sunny haben wir. Vielleicht noch eine Unterstützung. Den Rille, falls wir noch mehr Sunny Packs brauchen. Hat er Splittergranaten dabei? Cool. Ach, guck mal, der Rille hat Splittergranaten noch dabei. So, Mr. Bang, ding, 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 dang. Wir nehmen mal den noch mit. Ja, irgendwas schon fortgeschritten ist, was noch nicht gestorben ist. Ja, mich kannst du knicken. Wäre auch nur Unterstützung. Silvarius? Der ist verletzt. Super! Wen haben wir denn noch? Ja, bleibt noch Mariella. Uhu. Und last but not least, Akaria als Scharfschützin. Wow. Ja, das ist unser letzter guter Trupp, so ungefähr. Also mit vorangeschrittenen Soldaten. Habe ich Hier nicht eine lang geht. schlechte Rüstung? Glaube nicht. Guck ich gleich mal nach. Was hast du denn für eine? Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Also normalerweise, du bist ja Sturm, müsstest du eigentlich eine gute Rüstung haben. Ich guck gleich mal, wie viele Punkte du hast. Aber gerade die Stürmer, die haben eine Hauptquartier Oberrüstung bitte und eine melden. Big Unterrüstung. Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet Ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Ach, könnte Strike sein, One hat dass die er schlechte Erlaubnis, Punkte feindliche hat. Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Was ist Chitin-Rüstung? Really? Das ist die mittelmäßige. Kann man jetzt so nicht sehen. Man hat kein Invent. Aber ich glaube. Ja, tatsächlich. Also du hast weniger Punkte als die anderen. Teilweise. Teilweise auch wieder mehr durch die Chitin. War das nicht Unterrüstung? Aber er hier ist auch total dick gebackt. Holy moly, weil das ist ja unser Sunny und der sollte möglichst lange leben. Na gut. So, da vorne haben wir das UFO. Diesmal sieht es ein ganz normal winziges aus. Komm, da sind jetzt auch Elite-Viecher drin. Natürlich. Was denn sonst? Es gibt nur noch Elite-Viecher. Ich weiß nicht, sind wir dann schon relativ am Ende des Spiels, wenn jetzt nur noch Elite kommt? Das wäre doof. Also nur noch Elite ist bescheuert. Ja, aber ich weiß, dass diese UFO-Absturz-Dinger, die sind immer sehr schwer. So, du gehst erstmal in deinen Baum. Achso, da. Achso, du kannst so weit laufen. Ich würde sagen, du gehst mal hier in Deckung. So, er hat Handgranaten, er hat Dings. Holy moly. Geht hier in Deckung? Und wir wissen auch nicht, was uns erwartet demnächst. Ja, für dich habe ich jetzt auch keine Deckung groß. Mariella. So, mal gucken, was da kommt. Es scheinen aber normale Mutants zu sein. Daneben und daneben! Gibt's doch gar nicht. Sie umgehen mich. Na, immerhin mal einer, der trifft. Vier von fünf treffen nicht. Haben wir nicht eine geile Elite?
Sie umgehen mich! Janni ist klar, ne? Kann zwar knicken, aber ja. Gibt's ja wohl bei Roller! Da 6 Punkte immerhin. Warte mal, kann ich da eine Granate reinballern ohne ihn? Oh Gott, wir haben auch noch hier den Mega-Muton. Der Mega-Muton ist. Warte mal, kannst du ihm eine Handgranate irgendwie so mal schmeißen? Deckung! Handgranate! 3 Punkte! Ist klar! Oh oh, ich glaube, Barilla hat einen neuen Freund. So, warte mal, du hast gerade so schön getroffen, ne, Mr. Bang? Dann würde ich sagen, bang ihn mal weg. Oh, sehr schön, 7 Punkte. Wenigstens war eine Waffe, die die Wirkung zeigt. Sniper! Achso, du bist Sniper! Sniper aus nächster Distanz 78%. Naja gut, das könnte was werden. Akaria, schieß ihn Wumms. Komm, jetzt schieß daneben. Viel steht noch. Oh. Ich liebe das Sniper aus nächster Distanz. Also ich kann zweimal schießen. Sollen wir nochmal versuchen mit der Distanzwaffen Schuss-Dings? Komm, 78%, das sind... 22, die du nicht treffen könntest. Es geht doch! Es geht doch! Mit dem zweiten Schuss treffen sie besser. So, soll ich jetzt... Dragon da in... Ja komm, wir müssen ihn unterstützen. Geh zum Angriff über. Achso, das hätten wir gar nicht gebraucht. Warte mal. Du könntest theoretisch ihm in die Deckung fallen. Und ihn dann aus der Deckung schießen. Scheuchen! Ich könnte hier Munition gebrauchen. Scheuche Ziel auf. Ziel ist tot. Tja, irgendwas hat er da falsch gemacht, oder? So. Und er hat sich schon wieder trocken geballert. So, hattest du nicht gerade geschossen, Mr. Banger? Boah, ein Fehler in der Matrix, ne? Da hinten ist auch noch das Viech. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sie ziehen sich zurück! Das ist so geil an dem Spiel. Sie ziehen sich zurück, was machen sie? Pass auf! Oh ne, er zieht sich wirklich mal zurück. Das ist ja Hammer. Wie ich sterbe. Ich verspreche nichts. Wenn man der trifft. Es war mal Holy, den er getroffen hat. Der steht ja ohne Deckung da. So, warte mal, du gehst nach. Achso, du hast ja nichts mehr zum Schießen. Ah, es hat nicht zum Schießen. Also, der hat sich zurückgezogen. Der kommt bestimmt gleich wieder. Der hat nur irgendwie so... Ach Mensch, habe ich die Kaffeemaschine vergessen anzumachen. Gedacht und geht mal weg. So, warte mal, Holy, der geht hier hin. Das Geile ist ja die Schwimmer. Obwohl, der Holy hat eigentlich eine Menge Punkte. Ne? Der könnte eigentlich auch so bleiben erstmal. Soll ich die jetzt schon verballern? Nee. Ich hoffe mal, dass er gleich zu uns kommt. Und dann machen wir ein Kunstschießfestival. Komm, das Ziel ist weit genug weg. Da könntest du vielleicht scharf schießen. Jawohl.
Das ist nämlich bei den Scharfschützen so. Wir sind Dragon. Hi Dragon! Oh, du stehst ja immer noch, ne? Ich hab dich jetzt ein bisschen da rumstehen sehen. Na gut, der Schwieber. Ich hoffe mal nicht, dass er zu doll trifft. Er zieht sich auch zurück. Kontakt! Ah, Ziel verfehlt! Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Ich sag mal, das hat sie gut erkannt, ne? Also er hier ist weggeflüselt. So, warte mal, da drin sind auch noch zwei am Rumrennen, ne? Wo ist der denn jetzt hin? Ah, da steht er ja! Gott, bin ich ein Blindfisch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Schützenfest, ahoi! Oh, scheiße. Mr. Bang muss erstmal nachladen. Ausgebankt. So, du 94%. Ja, das sollte vielleicht treffen. Yes! Das ist eingeschüchtert. Ach, ist das schon wieder so ein Vieh? Wir sind jetzt dran, ne? Dragon Empire. Ja, von da aus schießt du bestimmt mehr Schrot bis da vorne hin. Also, dann hast du wirklich einen Kunstschuss gemacht. So, der nächste bitte. Der stellt sich auch vor jedem hin. Das ist irgendwie lustig. Entschuldigung, ist mir gerade so mal aufgefallen. So, Dragon. Ich hoffe, mit der Schrot kannst du hier rotzen. Prozent Treffer, jawohl. Wie der gerutscht ist. Weg war er. Sehr schön. So. Ja. Snoopy guckt dem Spektakel einfach nur zu. Sie umgehen mich. Da ist der nächste. Okay. Ich glaube, Mr. Bang geht mal ein bisschen näher ran hier. 58. Oh, cool. Treffer. Lol, er hat noch... Der hat noch ein... Du hast doch noch Munition. Da, ich sehe es genau blinken. Du bist ein guter Schütze, bestimmt. Warte mal, die Option will ich mir später aufheben. Kannst du noch schießen? 49, es wird ja immer schlimmer. Treffer. Also, Waffe leer, kann nicht angreifen. Ja, dann nachladen. So, der nächste dürfte auch gleich da hinten um die Ecke kommen. Ja, bleiben wir so, oder? Nee, warte mal, ich steck mal den Dragon da mehr in die... Und er lädt auch nochmal seine Schrot nach. Entsichert. Du lädst auch nochmal nach und dann kann es weitergehen. Hört ihr das?
Sie umgehen mich! Okay! Auf zur neuen Party! So, da vorne, das lohnt sich. Da stehen nämlich gleich zwei. Oh, Moment, da stehen drei! Ja, nee, ist klar! Drei! Warum auch nicht? Okay, wir zählen nochmal nach. Es sind nur noch zwei. Und tschüss. Und schwupps, war's keiner mehr. So, jetzt haben wir noch drei hier für ihn. Oh, er muss nachladen. Nee, nee. So, du könntest hierher gehen. Holy moly. Feind neutralisiert. Sie hat einfach nichts zu tun, die Gute. Komm, du kommst mal auch hier ins Getümmel. Aber merkt ihr was? Es sind immer noch Aliens da. Wir haben schon eine Truppe Schweber, zwei Truppen Mutons. Das ist schon nicht wenig. So, dann wollen wir sie langsam mal das Raumschiff stürmen, oder? So, holy moly, du gehst dahin. So, du willst mal dorthin. Zack. Die sind irgendwie aggressiver geworden, habe ich den Eindruck. Die kommen alle auf einmal in Massen daher gelatscht. Das ist der Wahnsinn, oh, du musst mal nachladen, ne? Wieder am Start. Södele und du gehst mal auf die Seite. Vor allem habe ich die Sannis schon wieder vorne, ey. Das mag ich gar nicht. Aber wenn wir Glück haben. Ah, da kommt man gar nicht durch, ne? Kann das sein? Wenn wir so richtig schön Glück haben, sind es eh nur noch die Commander vom Schiff. Feuer eröffnen! Hallo Commander! Grüß dich! Hi Kaiser Gamer! Grüßt du dich auch? Da stehst du gut da, ich auch. Du aber gleich nicht mehr. Wow. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Also, lieber Dragon, ich möchte dir mal was zu dem Aufscheuchen erklären. Das bedeutet, du schießt auf ein Ziel, das es aus der Deckung hinausrennt. Und er schießt es nicht gleich. Also, das ist ein Unterschied. Bäm, weg! Oh, Mann. Denk immer, ach, locken wir ihn aus der Deckung raus mit einem kleinen Schuss und batsch, liegt da. Aber freut mich, dass du XCOM auch so liebst. Wenn unsere Einsätze so gut verlaufen wie dieser, haben die Aliens keine Chance. Ha, 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 hast du die zwei Einsätze davor nicht gesehen? Ich bin halt kompromisslos, okay. Alles klärchen. Kaisergamer, wenn du Lust hast, dann können wir dich hier auch gerne in diesem Spielchen verewigen. Es ist quasi...